Und Kathi, was geht ab? Wir sind wieder im Futterbus. Ja. Wir reisen nach Da Nang. Also eigentlich nach Hoi An mit dem Umweg über Da Nang. Also es ist kein Umweg, nur noch 30 Kilometer mehr, die wir um 11 Uhr morgens fahren. Wir sind nämlich 17 Stunden unterwegs. Und kannst du es nochmal sagen? Wir sind jetzt 17 Stunden im Bus unterwegs. Wir sind die Futter-Gang. Wir haben immerhin eine Tütensuppe gegessen. Eine Tütensuppe. Und eine Banane. Weil wir es nicht mehr geschafft haben zu essen. Ich hab noch Bananen. Ja, Joscha dreht schon ein bisschen ab. Weil die Klimaanlage noch nicht an ist. Meines Mama. Du hast eine eigene. Ja. So, und hier werden wir jetzt 17 Stunden ausharren. Mal schauen. Joshi hat keine Klimaanlage. Na toll. Du hast wirklich keine. Aber ich tausche meinen Platz mit dir. Nee, der ganze Bus fällt runter. Also so lieb von dir, Kathi. Okay, 17 Stunden. Ohne Toilette. Let's go. Wir sind von einem Partybus in den nächsten. Die erste Überraschung war, dass wir nicht um 11 Uhr angekommen sind, sondern um 8 Uhr. Deswegen konnte unser Taxifahrer vom Hotel uns nicht hier abholen. Unser Ort, zu dem wir jetzt gehen, der ist nämlich eine gute Stunde Fahrt entfernt. Was natürlich dazu geführt hat, dass sich 40 Taxifahrer auf uns drei Weißbrote gestürzt haben. Aber wir haben es geschafft, einen Linienbus ausfindig zu machen, der uns jetzt für 1 Euro pro Person dahin fährt und nicht für 20 Euro. Und Joscha hat sein Leben für diese Busfahrt quasi aufs Spiel gesetzt. Ja, ich bin beim fremden Mann ins Auto eingestiegen. Der Wild gesagt hat, dass er einsteigen soll. Ich habe mich nicht getraut. Und dann war Joscha einfach plötzlich mit so einem Van unterwegs und weg. Ja, und aber dann hat er Joscha einfach nur die Bushaltestelle gezeigt. Ja, der war voll nett. Er hat mir nur die Bushaltestelle gezeigt. Und jetzt haben wir hier diese massive Party am Start. Eben haben sie schon versucht, Aarons Sitze in die Reihe reinzuzwingen, indem sie seine Beine genommen haben und da reingedrückt haben. Hat nicht geklappt. Weißbrotgröße. Ja, jetzt werden wir ein bisschen die gute Musik genießen. Mal gucken, wann es hier losgeht. So, wir sind jetzt gut angekommen. Und die lange 17-stündige Busfahrt hat ihre Spuren hinterlassen. Im Team Weißbrot. Hier ist nämlich der Aaron. Wir gehen jetzt mal Kaffee kaufen. Habt nicht so schlüpfrige Gedanken früh morgens. Die Oma kriegt noch einen an die Nerven.